Willkommen zurück bei Smart Bartending. Ich bin Kevin und wir machen heute einen recht besonderen Cocktail, nämlich die Bloody Mary. Um genau zu sein, machen wir sogar zwei Bloody Marys. Einmal eine sehr klassische, dann eine besondere mit besonderen Zutaten, die auch mir persönlich sehr gut gefällt. Wenn du das allererste Mal auf diesem Kanal bist, lass doch gerne mal ein Like und ein Abo da. Das würde uns wirklich freuen und unterstützt uns wirklich jedes Mal aufs Neue. Doch bevor wir mit dem Rezept anfangen, erstmal die Geschichte des Drinks. Wie bei den meisten Cocktails gibt es auch hier wieder einige Versionen zur Entstehungsgeschichte. Die eine Version lautet, dass der Schauspieler George Jesse, ich hoffe, ich habe es gerade richtig ausgesprochen, diesen Drink 1927 auf einer Party entwickelt hat, indem er ganz einfach Wodka und Tomatensaft zusammengeschüttet hat. Diesen Drink hat er dann aus Versehen über einen Gast geschüttet in einem weißen Kleid. Und dreimal könnt ihr raten, wie dieser Gast hieß. Richtig, Mary. Und so wurde aus Mary die Bloody Mary. Der Barkeeper Fernand Pretois gibt an, dass er dieses Rezept oder diesen Cocktail dann genommen hat und diesen dann verfeinert hat und zu dem gemacht, was er heute ist. Richtig bekannt wurde der Drink dann 1946, da wurde er das allererste Mal in einem Cocktailbuch niedergeschrieben. Mittlerweile gibt es sehr viele Versionen der Bloody Mary. Ich zeige euch persönlich zwei Stück. Einmal eine sehr klassische, die ihr wahrscheinlich in der Bar kriegt, und eine, die mir persönlich sehr gut gefällt. Dabei handelt es sich um ein Rezept von How to Drink. Das komplette Video dazu schreibe ich euch mal unten in die Beschreibung. Genug erzählt, kommen wir zu den Zutaten. Folgende Zutaten brauchen wir für ein Bloody Mary. Unsere Base und das Wichtigste im ganzen Drink ist erstmal eine gute Portion Tomatensaft, die haben wir in dieser Vase. Als nächstes brauchen wir einen Wodka, ich nehme den Fall den Absolut-Wodka. Dann brauchen wir eine gute Portion Tabasco für die Schärfe. Wenn ihr es natürlich nicht scharf mögt, könnt ihr auch darauf verzichten. Als nächstes brauchen wir dann Worcester-Soße. Ich bin ehrlich, ich habe absolut keine Ahnung, was das ist. Ich habe es nur mal zum Kochen gebraucht, deswegen mache ich es heute mal im Cocktail. Dann brauchen wir noch einen frischen Zitronensaft für die Säure und ich habe hier einen Mix aus Salz und Pfeffer vorbereitet. Damit, das kommt einfach auf den Rand des Glases. Da haben wir einen schönen Salz-Pfeffer-Rand, nennt es wie auch immer ihr es wollt. Es passt auf jeden Fall sehr gut zum Drink. Bevor wir erstmal mit dem Shaken und allem drum und dran starten, nehmen wir erstmal das Glas, machen ein bisschen dieser Zitrone hier rum und das kommt jetzt in unseren Salz-Pfeffer-Mix. Ganz einfach so. Und zum Schluss sieht es dann etwa so aus. Als nächstes geben wir jetzt Eis in unser Kohlensglas hinzu. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht, stellen es also zur Seite und dafür brauchen wir jetzt unseren Shaker. In den Shaker geben wir jetzt das Eis wieder hinzu. Jetzt geben wir 60 ml Wodka hinzu. Nun brauchen wir noch ein bisschen Säure, das machen wir in Form von 15 ml Zitronensaft. Jetzt kommen wir zur Schärfe, Tabasco. Ich empfehle euch so 8 Tropfen, natürlich könnt ihr da ein bisschen variieren, ihr könnt mehr oder weniger benutzen. Jetzt kommt nochmal die Worcester Soße hinzu, von der geben wir jetzt ungefähr 3-4 Dashes hinzu. Das alles wird jetzt geshakt. Ihr wundert euch wahrscheinlich, wo ist der Tomatensaft? Der kommt gleich zum Schluss drauf. Warum machen wir das so? Wenn wir Tomatensaft shaken würden, wird er einfach die Konsistenz verlieren und es ist einfach nicht so cool. So haben wir eine schöne, sämige Konsistenz am Ende ohne das Shaken. Also, Shaker drauf. Und shaken. Jetzt gießen wir das alles in unser Glas hinein. Und nun kommt der Tomatensaft ins Spiel. Klassischerweise wird das jetzt garniert mit einem Selleriestängel. Das hier ist die klassische Bloody Mary. Bevor wir diese zusammen verkosten, machen wir jetzt noch das zweite Rezept. Im Grunde sind es dieselben Zutaten wie schon vorhin, wir geben nur noch das Besondere hinzu, Meerrettich. Warum machen wir das? Ich finde persönlich, er gibt eine sehr schöne Schärfe nochmal hinzu und es macht den Drink nochmal sehr, sehr außergewöhnlich. Wir starten wie schon vorhin, erstmal brauchen wir das Glas, da kommt ein bisschen Zitrone drauf und so machen wir wieder deinen Salz-Pfeffer-Rand. Also einmal so und drauf. Zack, dann sieht das so aus, Salz-Pfeffer brauchen wir nicht mehr. In das Glas geben wir jetzt wieder unser Eis hinzu. Und das stellen wir erstmal zur Seite. Jetzt brauchen wir unseren Shaker nämlich wieder. In den Shaker geben wir jetzt unser Eis wieder hinzu. Dann kommen wir schon vorhin 60 ml des Wodkas hinzu. Jetzt geben wir wieder Zitronensaft hinzu. Auch von diesem brauchen wir in dem Rezept 15 bis 20 ml. Beim Tabasco könnt ihr variieren. Ich mag es persönlich sehr scharf, also geben wir eine gute Portion davon hinzu. Das wird extra spicy. Jetzt brauchen wir wieder die Worcester Soße, auch da so 3-4 Dashes. Und jetzt kommt der Meerrettich ins Spiel. Da müsst ihr echt aufpassen, das könnte extrem scharf werden. Nimmt nicht mehr als so ein Drittel eines Barlöffels. Also das sieht dann ungefähr so aus von der Menge. Das kommt jetzt mit hinein.
Nun müsst ihr das Ganze durchshaken, wie schon gerade eben. Also, Deckel drauf. Unser Glas. Und darin seilen wir jetzt den Drink drin ab. Ihr seht schon, er hat eine leicht andere Farbe. Er ist ein bisschen dunkler als der Bloody Mary von vorhin. Und wie schon gerade eben, kommt jetzt der Tomatensaft wieder oben drauf. Das Ganze rühren wir jetzt nochmal gut um, dass sich alles miteinander schön verbindet. Und nun kommen wir zur wichtigsten Sache beim Bloody Mary, der Garnitur. Ich habe schon mal gehört, Bloody Mary ist kein Cocktail, sondern ein Gericht. Also könnt ihr hier sehr kreativ werden. Ihr könnt alles drauf haben, was ihr habt. Wir persönlich machen da drauf Sellerie, ganz klassisch, aber auch zwei Zitronenscheiben, Gürkchen und Oliven. Ich habe auch Sachen gesehen, da war Bacon drauf, da war Garnelen drauf. Ihr könnt da wirklich kreativ werden, wie ihr wollt. Und fertig ist der besondere Bloody Mary. Ich würde einfach mal sagen, wir verkosten jetzt beide zusammen. Wir verkosten das jetzt zusammen. Ich starte mit dem Classic. Cheers. Es schmeckt halt wie eine Tomatensauce mit Schuss. Es ist jetzt... Ist in Ordnung. So in etwa. Ich würde es ein bisschen schärfer, glaube ich, cooler finden. Aber davor haben wir diese Version. Jetzt probieren wir mal. Cheers. Boah, der ist cool. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man den zum Frühstück trinken könnte, weil wir haben diese Schärfe, diesen leichten Kick vom Meerrettich doch drin. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Der ist auf jeden Fall ein bisschen würziger als der hier vorne. Ich glaube, wir müssen noch jemanden ranholen, der das auch mal verkostet und hat noch eine zweite Meinung. Und dafür hole ich David ins Spiel. Es geht. So, welchen trinke ich zuerst? Nimm einmal den Classic, den kennen vielleicht die meisten, und einmal diesen besonderen noch mit dem Meerrettich. Dann fange ich mit dem Classic an. Okay, oder? Ich bin gespannt. Ich habe es noch nie getrunken. Das ist nicht meins, aber ich bin gespannt, wie der zweite schmeckt. Und wie gefällt dir der? Der ist auf jeden Fall ein bisschen würziger, aber ich muss sagen, es ist nicht mein Getränk. Ja, also kann ich gut nachvollziehen. Ich muss auch zugeben, da scheiden sich, glaube ich, so die Gemüter. Es gibt die einen, die lieben Bloody Marys, die trinken das den ganzen Tag. Und es gibt andere Leute, die sagen, ey, geh mal weg damit, das ist so gar nicht meins. Ich persönlich finde es ganz okay. Ich würde mir jetzt auch nicht am Tag mal 10 Dinger reinpfeifen, bin ich ehrlich. Aber so ein, zwei zwischendurch ist auf jeden Fall nicht schlecht, würde ich sagen. In dem Sinne freue ich mich auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst doch gerne mal ein Like und ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.